Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Liose. Doch eigentlich geb ich einen Fick auf Frauen wie. Okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleibt. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Denn sie hat mich erdrückt, schreit Bro, komm zurück. Doch ich schlüpfe gerade in die Erde und werde und mach den Highfall an. Und alles, was ich höre, ist. Ja. Und dann denke ich im letzten Jahr irgendwann einfach kein Durchkommen mehr. Und dem wollen wir vorbeugen. Also, wer so weit ist, stellt sie dann zu Hause. Hier gelangt ein wunderbares Bild hier auf der Hüstenallee, direkt an der Essener Philharmonie. Ja, weder auf Kreis gelaufen, noch die Startaufstellung rein in die Straße, sodass wir die Hüssenallee nur bis zur Kreuzung belegen. Und für die Teams unter euch, die noch kein Mannschaftsfoto gemacht haben, beziehungsweise auf jeden Fall noch eins machen wollen, jetzt wird's allerhöchste Zeit. Runter an die Kreuzung Baedeker Hüssenallee. Und da stehen die Fotografen für euch bereit. Sich im vorderen Bereich langsam einfinden, denn gleich wird es mit dem Durchkommen schwer. Wer unten auf dem Platz nichts mehr zu tun hat, der sucht sich am besten schon mal seine Fläche hier vorne am Start. Ich würde sagen, ein gefühltes 50stel. Der Läufer hat das schon hingekriegt, sich einen Platz zu suchen. Die anderen 98% sollten langsam damit beginnen. Wie gesagt, macht noch schnell ein Foto, kommt rüber. Hier ist auch ganz schön, ist auch ein schönes Gefühl. Wir wiederholen noch einmal ein paar wichtige organisatorische Hinweise. Zum einen befindet sich in eurer Startnummer eine Induktionsschleife, über die eure Zeit genommen wird. Das heißt, dass es gleich in den letzten Minuten wieder richtig eng werden wird. Macht euch bitte wirklich langsam auf den Weg in den Startbereich. Kommt weiter nach vorne, ziert euch nicht. Und rückt immer weiter auf. Dann haben wir gleich auch ein wunderschönes Bild. Es sind nur noch 25 Minuten bis zum Start, wird es immer voller hier. Wenn man hochguckt Richtung Rüttenscheid, sieht man, dass der Bürgersteig immer noch voll ist mit Läuferinnen und Läufern. Das heißt, wir werden hier gleich noch einiges erleben, bevor dann um 19 Uhr der Startschuss erfolgt. Durch den ersten Bürgermeister der Stadt Essen, Rudolf Jelinek, und durch Bernd Bödeling, Finanzvorstand der RWE Deutschland AG. Kilometer liegen gleich vor euch. Noch einmal zur Orientierung. Es geht erstmal deutlich mehr als 2 Kilometer die Rue hoch und dann mithilfe einer Schleife unter der Alfredstraße her und ins Ziel im Gruger Park in Essen sehen haben solltet oder zumindest wahrgenommen haben solltet, bevor ihr das Ziel erreicht.
Letzte Chance jetzt für die Teams, die sich noch nicht haben fotografieren lassen. Das ist Hüssenallee, Ecke Baedeker Straße. So, ich habe mir meine Luxusposition gegönnt. Ich sehe jetzt, glaube ich, die meisten von euch. Erkennen tue ich euch nicht. Und da sieht man deutlich, dass sich gerade in der Mitte, so rund um das 20-Minuten-Schild, noch ganz, ganz viele Lücken befinden. Mit den Lücken kommen wir gleich nicht mehr aus. Stellt euch so dicht zusammen, dass ihr noch gut stehen könnt, aber so dicht zusammen, dass wir keine großen Lücken mehr haben, bitte. Denn hinten in der Kurve, da wird es schon mächtig voll. Und wir sind noch nicht gestartet, aber wir müssen schon ans Ziel denken. Ihr kommt gleich ins Ziel und es kommen sicherlich auch viele, viele gleichzeitig ins Ziel. Bitte nicht direkt hinter der Ziellinie stehen bleiben und auf die Nachbarin aus dem Büro oder den Chef oder sonst irgendwen warten, sondern ein bisschen Platz machen, durchgehen bis zur Verpflegung. Auch da werdet ihr euch sicherlich wiederfinden. Viele tragen ja doch deutlich erkennbar ihr Unternehmen auf der Brust. Das wird gar kein Problem sein. Und so schaffen wir es, dass alle 5.620 vorangemeldeten Läufer ins Ziel kommen. Im Hochdrehen, dann sehen die auch weniger schüchtern aus. Vielleicht kommen die ein bisschen aus sich heraus. Vielen Dank. Weniger als 11.000 sind, dann macht ihr alle nicht vernünftig mit. Wo sind die Hände auf der Hüssenallee in Essen? Bis Reihe 30 funktioniert das schon ganz hervorragend. Das war keine Aufforderung, sie runterzunehmen. Einmal noch alle Hände und die Hände bitte nach vorne. Laola bereit. Ich will alle Hände sehen. Das war nicht meine Stimme, zur Beruhigung. Einmal die Hände gerade nach vorne vor die Brust führen. Das bringt euch hervorragend voran. Es geht von 10 runter. Dann beginnen wir ganz vorne in der ersten Reihe und mal schauen, ob wir es schaffen mit der Laola um die Kurve in die Baedeker Straße rein. Die Reihen 47 bis 53 haben ausgesetzt und in der Kurve wird es auch recht schwach. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal wiederholen. Vorne, ihr seid schon ganz gut dabei, aber vielleicht habt ihr auch noch den Platz, um eure Hände zu bewegen. Mitarbeiter der RWE Energie. Das scheinen so 7 bis 9 zu sein. Noch 15 Minuten bis zum Startschuss durch Bernd Bödeling, Finanzvorstand der RWE Deutschland AG und Rudolf Jelinek, erster Bürgermeister der Stadt Essen.